Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Rimworld. Jawohl, dann geht's natürlich weiter. Ja, wir werden diese Folge uns mal ein bisschen um den Erzabbau kümmern, denn es scheint ja kein Händler zu uns kommen zu wollen. Und damit wir trotzdem zumindest ein bisschen Erz bekommen, denke ich mal, werden wir uns darum mal kümmern. Wir erteilen hier mal den Auftrag, dass das schon mal soweit erledigt werden darf. Und hier wird auch nochmal, da haben wir auf jeden Fall ordentliche Vorkommen. Hier, das nehmen wir auch mit und das Stückchen eventuell auch nochmal. Genau. Dann hat man das schon mal soweit vorbereitet. Langfristig brauchen wir auf jeden Fall auch noch weitere Granitblöcke. Das wird noch ein spannendes Thema sein, wenn wir uns mit Granit weiter versorgen können. Ich meine, hier gibt es zwar kleinere Granitberge, das ist jetzt nicht das Problem, aber die geben halt auch nicht so viel her, würde ich denken. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir den hier komplett abgerissen. Ich weiß nicht, ob hier was übrig bleiben muss. Schauen wir mal. Erstmal können die das halt machen, das ist in Ordnung. So, 2% Chance zum Anwärmen hat Excel leider nicht geschafft. Schade. Hier die Teile können wir auch wieder zubauen. Da habe ich mir auch noch ein paar Gedanken gemacht. Warte mal, Strukturen. Und zwar Granitblöcke würde ich gerne hier reinsetzen und dort und hier wird auch. Dann habe ich überlegt, weil so viele Generatoren brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Und falls doch, können wir ja dann hier auf der Seite noch weiter nach unten bauen oder dann, ja, ich vielleicht hier den Platz für den Generator noch lassen. Aber wir brauchen vor allem Platz, um irgendwelche Gerätschaften unterzubringen. Und deswegen würde ich fast dazu tendieren, dass wir hier nochmal etwas durchziehen. Und vielleicht trotzdem gleich auch die Stromleitung da nochmal mit dazu nehmen. Dass die hier in der Mitte dann lang verläuft. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Die Wand könnte dann theoretisch erstmal wieder weggerissen werden. Ja, ich weiß noch nicht. Wir können das Stromkabel auch erstmal so machen. Das wäre eine Möglichkeit. So, dich werden wir mal neu verbinden lassen. So, dann hat er nämlich den nächstgelegenen Zugang gewählt. Wunderbar. Und dann hätte ich gern, wie gesagt, hier um die Kurve noch ein Stückchen die Wand, weil wir da eigentlich noch kurz warten müssen, bevor wir das in Auftrag geben können. Man könnte es schon mal so machen, aber naja, okay. Soll auch wieder so eine Dreierwand werden und müssen wir mal gucken, dass wir das halbwegs gut hinbekommen. Hier wären dann 1, 2, 3 Felder Abstand. Hier wäre sozusagen nichts. Okay, müssen wir mal schauen. Und hier könnte man quasi nochmal, na gut, wie wir das dann aufteilen, das kriegen wir schon irgendwie hin, machen wir dann nach und nach. So, das ist glaube ich hier verlegt worden, hier können wir das schon mal in Auftrag geben. Wir haben wieder Stromprobleme, ja, ich hoffe es kommt langsam aber sicher mal so ein Black Market Trader an. Das wäre richtig cool, weil wie gesagt, Stromversorgung und so wäre schon ganz praktisch. Die Küche müssten wir eigentlich auch mal fertig bauen, dass wir hier noch die restlichen Schlachttische mit reinstellen, aber auch da, naja, gedulden wir uns noch ein bisschen. So, das Ding könnte man eigentlich wieder abreißen. Das braucht man dort nicht unbedingt. Die Teile würde ich gern einsammeln lassen, dass wir die dort nicht mehr rumliegen haben. Warte mal. Machen wir mal so und dann alles mitnehmen. Gut. Hier die Wand könnte man noch mit abreißen hier oben. Das wäre noch eine Maßnahme. Die Teile müssten wir einsammeln lassen. Das wäre noch wichtig, dass einfach mal unser eigenes Gebiet soweit gesäubert ist von den Steinchen hier. Mal das hier auch nochmal. Aber ich glaube, dann haben wir schon fast alles, oder? Mehr dürfte hier gar nicht mehr rumliegen. Nö, sieht gut aus. Okay. Na wunderbar. Dann nehmen wir das so. Hier müssen wir natürlich drauf achten. Das habe ich ja fast übersehen. Vielleicht haben wir deswegen auch die Stromprobleme. Das kann natürlich sein. Ernten, Pflanzen entfernen. Pflanzen entfernen. So, 5 Felder breit muss das immer sein, glaube ich. Machen wir mal. Bis dahin auf jeden Fall. Und dann sollte das soweit klar gehen. So, dann hoffe ich mal, dass die das demnächst in Angriff nehmen. Und dass das soweit funktionieren wird. Gut, wir können mal gucken, was die anderen so machen in der Zwischenzeit. Wir haben Besuch auf jeden Fall. Ben läuft hier in unserem Lager rum. Jack so reinigt ein bisschen, das ist auch in Ordnung. Und Grupp und Taisia kümmern sich um das Handwerkliche. Naja, das muss halt auch sein. Die Statuen könnten wir halt auch verkaufen, wenn denn irgendwann mal ein entsprechender Händler kommen würde. Der Piratenhändler wird uns nicht großartig helfen. Wir können ja trotzdem mal einen Blick drauf werfen. Das schadet ja nicht. Komm mal ran, Mo. Guck mal hier nach. So. Quatsch mal eine Runde mit dem. Aber ich glaube, wie gesagt, der wird uns nicht großartig helfen. Ja, die Needlegun können wir verkaufen. Das ist halt ein bisschen was. Diese Artificial Bone Pieces. Guck mal, da haben wir schon jetzt 34 davon. Da müsste man das glatt mit der Operation nochmal probieren. Die Gefangenen könnten wir verkaufen, kriegen aber im Gegenzug auch keine neuen. Also von daher, weiß ich nicht, ob wir das machen wollen. Aber warte mal, wegen diesen Bohnenteilen. Timmy war das doch, oder? Genau.
Timmy, ich würde das nochmal probieren wollen. Vielleicht haben wir jetzt genug zusammen. Ich weiß es nicht. Rechte Hand, nein, das nicht. Das hier. Genau. Das werden wir mal mit dir nochmal probieren. Leg dich mal ins Krankenbett. So. Und dann gucken wir mal. Apropos Krankenbett, hier, das können wir wieder umstellen. Das ist wieder ein ganz normales Kolonistenbett. Kein Krankenbett, genau. Das sollte dann klar gehen. Dann hoffe ich, dass die jetzt hier, wie gesagt, dann die Bäume fällen, dass hier die Windkrafträder wieder laufen können. Eigentlich müsste man dann, ja, wenn wir die halt behalten, ich weiß ja nicht, wann der nächste Händler kommt, müssten wir eigentlich probieren, dass wir hier einen Boden reinzimmern, dass da nichts, nicht ständig was Neues wächst. Darum geht's halt. Oder die Bäume halt hier einfach mal komplett fällen. Das wäre auch noch eine Idee. Holzhacken, wir können es ja mal probieren. Wir können ja hier mal die ganzen Bäume auswählen erstmal. Zumindest die, die sich so fällen lassen. Und den Rest geben wir dann so, ja, selber in Auftrag. Kriegen wir schon hin. So, guck mal. Timmy wird operiert von Mo. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was das jetzt bewirkt. Okay. Seine Wirbelsäule ist wieder in Ordnung, glaube ich, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Okay. Gut, also hatten wir jetzt genug von diesen Bone Pieces da. Die Frage ist, wie viel haben wir denn jetzt noch da? Oh, verrückte Tiere. Lass mal gucken. Wildschweine. Auf dem Weg zu uns. Ist das auch schon verrückt? Nein, oder? Steht das hier schon unter Strom? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also theoretisch dürfte das nicht unter Strom stehen. Können wir da mal kurz jemanden vorbeischicken, dass du den Schalter betätigst? Weil ich glaube, das Ding kommt hier rein. Genau. So, das hat schon mal funktioniert. Und hier bitte direkt nochmal nachlegen. Na, kommt. Jawohl, okay, das hat auch funktioniert. Sehr schön. Haben wir das Ding jetzt hier angeschossen? Kann das sein? Ich glaube, oder? Das wird nämlich sterben dann irgendwann. Das heißt, wir sollten das mal direkt kalt machen, bevor das explodiert, wenn einer unserer Kolonisten in der Nähe ist. Das wäre ziemlich uncool. So, hier auch nochmal. Und dann Feuer frei. Okay, das hatten wir. Jetzt. Nein, Grupp. Vorsichtig. Warte mal. Stell dich mal dahin. Mo, ich weiß nicht, was du vorhast. Du stellst dich mal nach dort oben. Okay. So, sollte passen. Ich hoffe, das war der letzte. Ich weiß es nicht. Ne, da kommt noch einer. Scheiße, warte mal. Ihr müsst noch stehen bleiben. Mo, du bleibst auch nochmal stehen. Ich glaube, Mo hat keine Waffe, oder? Kann Mo gar nicht schießen? Doch, der kann schießen. Wieso hat er denn keine Waffe? Ist der nicht in unserer engeren Auswahl hier mit dabei? Nö, tatsächlich. Der fehlt dort. Okay, also wir könnten Mo noch eine Waffe geben. Haben wir denn zufällig noch eine auf Lager? Also theoretisch müssten wir noch eine da haben. Denn ich bilde mir ein, wir hatten ein Überlebensgewehr. Genau. Richtig. So, dann geh das mal ausrüsten. Kümmere dich mal darum. So, ich glaube, das müsste es jetzt gewesen sein. Dann kann Grupp auch wieder machen, was er für richtig hält. Das sollte dann soweit in Ordnung gehen. Gut. Naja, wir kümmern uns nach und nach natürlich. So, wie sieht es hier mit dem Berg aus? Der ist fast soweit abgetragen. Sehr schön. Dann tun wir das hier noch in Auftrag geben. Und ich würde fast sagen, wir probieren mal. Handlung bin. Nein! Ach, Mist. Jack, lauf! Nee, lauf hier rein. Und beeil dich dabei. Komm schnell. Okay. So, Erna und Sarah, die kümmern sich jetzt mal. Du schießt mal bitte darauf. Forschung abgeschlossen, Interstellar Geology. Okay. Pause und lass erstmal gucken. Ja, Communication. Da will ich mal einen Blick drauf werfen, was das uns dann ermöglichen wird. Micro-Refining könnte auch noch interessant sein. Leads to, okay. Bringt nur eine neue Technologie, die wir forschen können. Leads to, ja, auch nur. Okay, ja, dann machen wir erstmal das Micro-Refining. Vielleicht bringt uns das irgendwie langfristig was. Alter, wie die Waffe abgeht. Sarah, du kannst doch bestimmt auch nochmal, oder? Warte mal. Schieß mal auf den hier. Okay. So, ihr könnt, glaube ich, schon aufhören, oder? Ah, Grupp. Vorsichtig. Weg hier. Nicht in die Schussbahn laufen. Okay, so, das hätten wir. So, dann müsste das soweit passen. Das kann auch aufgesammelt werden. Warte mal. Habe ich jetzt irgendwas gedrückt hier? So, okay. Müsste passen. Gut. So, dann hätten wir die Wildschweine jetzt hoffentlich erledigt. Das dürfte es kein Problem mehr geben. Ryan, tot. Okay, hat Silber hinterlassen.
Plus eine Schrotflinte, okay, und plus paar Bone Pieces. Wodurch ist der denn gestorben? Ich weiß es nicht. Gemeinschaft vom Tal. Lass mal bei den Fraktionen gucken. Gemeinschaft Tal, okay, das war eine befreundete Fraktion. Wieso auch immer der gestorben ist, ich habe keine Ahnung. Okay. Na gut. Interessiert uns jetzt auch nicht weiter. Edelgard liegt im Bettchen, okay. Die wird versorgt, versorgt sich aber im Grunde genommen ja selber. Das heißt, sie muss gar nicht liegen. Aber sie will's. Okay. Ja, das ist in Ordnung. Wenn sie unbedingt liegen will, dann darf sie das natürlich. So, Behandlung benötigt bei Jack. Da müssen wir nochmal drauf gucken. Ja gut, der wird sie jetzt auch ins Krankenbett legen. Oder er nimmt das hier. Ja, das ist auch eine Maßnahme. Das müsste man eigentlich dann auch umstellen, dass das hier auch in der Krankenstation steht. Nur wir haben eigentlich nicht mehr wirklich Platz dafür. Ich wüsste gar nicht, wo ich es hinstellen soll. Man könnte es hier in die Ecke stellen. Das wäre eine Maßnahme. Und hier daneben dann dieses Teil hier, diesen, was auch immer das ist, eine Nietenfabrik, wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, das machen wir mal. Wir tun das mal deinstallieren. Besser gesagt, wir können das, warte mal, lass mal abbrechen. Wir tun das zu keinen Krankenbetten machen. Können wir das deinstallieren? Ja, guck mal, das können wir deinstallieren. Super, dann machen wir das erstmal, dann stellen wir das dort oben hin. Wenn sich dann irgendjemand mal angesprochen fühlt, das zu machen. Weil wir jetzt schon 22 Uhr haben. Na gut, das wird noch ein bisschen dauern. Guck mal hier, die Wand. Das ist fertig. Da können wir hier weiterbauen. Lass das mal machen. Wir brauchen die Granitwand. So, 1, 2, 3 Felder. Das heißt, hier auf jeden Fall auch nochmal. Das wird auch noch weitergehen. Das heißt, hier nochmal 3 Felder. Hier wäre möglich, einen Übergang zu machen. Dann so und so. Und ja, müssen wir mal schauen. Dann so vielleicht. Und dann hier noch mit ran. Ja, gucken wir mal. Dann können wir das hier theoretisch abreißen lassen. Erstmal. Ich weiß noch nicht, ob wir es brauchen langfristig. Vielleicht bauen wir es auch wieder hin. Weiß ich noch nicht. Überlege ich mir noch. Gut. Verrücktes Tier. Schon wieder. Mensch, was ist denn hier los mit den Tieren? Wir brauchen einen Händler. Wir brauchen kein verrücktes Tier. Aber strommäßig scheint es wieder zu funktionieren. Guck mal. Das scheint wieder zu laufen. Also lag es wirklich nur daran, dass hier die Teile zugewachsen waren. Naja, ist halt nicht ganz so toll. So, das Tier lungert hier außen rum. Die sind schon wieder am Arbeiten. Das heißt, wir könnten euch mal rausschicken. Wo ist der denn? Wo ist er denn? Ach da. Okay. Komm, laufen wir hierher. Jawohl, stell dich mal kurz in die Tür rein, nur in die Tür. Das würde schon reichen. So, bitte auch mal treffen, das wäre ganz nett. Jawohl, sieht gut aus und dann bitte noch weiter drauf schießen. Jawohl, das hat funktioniert. Okay, dann breche ich das Ganze ab und können wir den Hasen retten? Nein, das nicht, aber löschen vielleicht. Wäre eine Idee. Alter. Wie gemein ist das, bei lebendigem Leib zu verbrennen? Das ist heftig. Okay, das Ding könnten wir eigentlich auch mal jagen gehen. Das wäre auch eine Maßnahme. Das Teil müsste reingetragen werden. Nee, das hier. Genau, da müsste sich auch mal jemand drum kümmern. Das Ding müsste auch gejagt werden, damit das endlich mal erlöst wird von seinen Qualen. Das hier ist, glaube ich, noch lebendig, oder? Ja, okay. Gut, da brauchen wir dort nichts weitermachen. So, das Stromkabel nehmen wir eventuell wieder weg. Da müssen wir mal schauen. Hier müssen wir auf jeden Fall die Wand weiterbauen. So. Und dann überlege ich, ob wir halt hier in der Ecke noch was reinstellen, weil dann hätten wir halt hier 1, 2, 3 Felder, 1 leer und dann hier die Wand. Könnte man so machen. Machen wir auch so. Gucken wir mal. Das müsste dann auch direkt auf einer Linie sein. Weiß nicht, ob das gut aussieht, aber auf jeden Fall mal wieder was anderes als dieser Einheitsbau hier. So. Wie weit sind wir denn hier? Okay, das Stahl ist fast abgebaut. Und da sind noch zwei Felder übrig. Die nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Dann müssten wir halt, wie gesagt, hier auch mal gucken, dass wir eventuell das Dach hier entfernen dürfen. Ich weiß es nicht, ob wir es machen dürfen. Kein Dach erstellen. Hier, das hätten wir gerne. Guck mal, das geht sogar direkt einmal komplett drüber zu machen. Wunderbar. Das heißt, wir können hier alles abreißen. Dann nehmen wir das hier nämlich auch komplett weg. Das brauchen wir dort nicht. Gut. So, Hase Selbstzähmung. Lass mal schauen. Hase 1, der kann geschlachtet werden. Den brauchen wir nicht. Und ein Handelsschiff, ja, Großhändler. Exotische Güter meine ich. Da werden wir auch noch mal schauen. So, Mo müsste das machen. Komm mal ran. Du wirst mal quatschen mit dem. Da können wir auf jeden Fall die Statue hier verkaufen. Das ist schon mal viel wert. Dann haben wir ja 1000 Kleidungsstücke, die wir verkaufen werden. Komm, dann machen wir hier alles rein, was wir haben. Ich glaube, wichtige Sachen haben wir sowieso jetzt nicht hier drin liegen, oder?
Ja, ist alles nicht mehr ganz. Ja, ganz. So, lass das alles verkaufen, deswegen brauchen wir nicht. Gut. So, die Teile behalten wir, das ist klar. Was haben wir hier noch irgendwie in andere Möglichkeiten? KI-Kern zum Beispiel hätte ich gern. Aber KI-Kern verkaufen sie nicht. Schade aber auch. So, ansonsten tiermäßig, ja, unsere Labradors. Aber nichts Interessantes sonst. Schade. Und hier oben glaube ich auch nichts weiter. Also man könnte noch ein bisschen Gold mitnehmen, ja, aber das, ob wir das jetzt unbedingt brauchen, ich weiß es nicht. Ja, lass mal ein bisschen Gold kaufen. Sagen wir mal 50 oder warte mal, wie viel haben wir jetzt? 19. Dann machen wir mal 51. Dann haben wir zumindest wieder einen runden Wert. So, das sollte passen. Gut, haben wir trotzdem ein bisschen Silber natürlich gemacht, aber dafür auch ein bisschen Gold. So. Ja. Aber wir brauchen trotzdem diesen Black Market Trader, dass der uns endlich mal das benötigte Zeug ranbringt. Und eventuell halt auch ein bisschen Stahl und ja, allem drum und dran. Ich weiß es noch nicht. Und dass wir halt auch die Dinger hier verkaufen können, die Teufelsgarne. Weil ich da jetzt gar nicht geguckt habe. Aber ich glaube, der hat das nicht gekauft, oder? Wo wir jetzt gerade gequatscht haben. Lass nochmal schauen. Nur zur Sicherheit. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Aber Teufelsgarn kauft der, glaube ich, nicht. Nein. Okay, schade. Gut, Abbruch, dann kannst du dich wieder pennen legen. So, das Dingens ist demontiert worden. Das ist super. Dann tun wir das hier neu installieren. Dann stellen wir das hier oben hin. Können wir das drehen? Muss neben einer Ladestation. Ah, okay. Warte mal. Kriegen wir hin. Da müssen wir halt die Ladestation erstmal bauen. Bei Möbel. Genau, Ladestation. Und dann einmal so rumdrehen. Das müsste richtig sein, oder? Kopf zur Wand. Ja, genau. So. Das sollten wir hinbekommen. So, erzmäßig, das haben wir abgebaut. Das ist gut. Theoretisch, wir können auch hier natürlich mal dranbleiben, dass wir hier das Plaststahl schon mal mitnehmen. Ich glaube, die haben sonst auch nichts Wichtigeres gerade zu tun. Und von daher sollte das ja passen. Das Ding werden wir auch nochmal wegreißen. Aber hier hat es immer noch eine Pflanze geschafft. Wir haben den 10. November. Ja, Quatsch, den 4. November, 10 Uhr. Und die lebt immer noch, die Pflanze. Interessant. So. Excel konnte Schwalbe leider nicht anwärmen. Ich glaube, die Chancen stehen auch richtig schlecht dafür, oder? Es war doch irgendwo hier paar 90. Genau, 95. Schwierigkeitsstufe 97 und 95. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Guck mal, ein Black Market Trader. Wunderbar, endlich. Endlich, Leute. So, Mo. Ja, du darfst noch kurz essen. So, dann quatsch mal hier. Black Market Trader. Wunderbar. Und wir brauchen auf jeden Fall. Können wir hier auch Teufelsgarn verkaufen? Nein, dürfen wir nicht. Ernsthaft? Wir dürfen kein Teufelsgarn mit dir verkaufen. Wie uncool ist das denn? Na gut, wir brauchen auf jeden Fall vier von denen. So, das wäre schon mal das Wichtigste. Titanium müssten wir, glaube ich, genug haben, dass wir das alles bauen können. Eventuell, wenn du verkaufst, auch Stahl. Nein, verkaufst du leider nicht. Schade. Uran würdest du verkaufen. Brauchen wir zwar auch dafür, aber haben wir erstmal zumindest genug davon. Das passt schon. Jetzt überlege ich fast, ob wir die Chance nutzen und gleich noch ein bisschen mehr kaufen. Ja, sechs Stück können wir uns zumindest leisten. Dann können wir den Rest nochmal mit Titanium mitnehmen. Das wäre noch eine Idee. Vielleicht nochmal 10 Stück einfach mal so auf Halde. Oder 20 kriegen wir 20. Ja, 20 kriegen wir auch noch. Kriegen wir 30. 30 kriegen wir auch noch. Okay, dann nehmen wir 30 mit. So, das sollte passen. Und dann müssten wir ja jetzt endlich hier unsere Stromstation bauen können. Mensch, wird aber auch Zeit hier. So, lass die mal hier hinstellen. Jawohl. So, darum müsste sich jetzt fast als erstes mit gekümmert werden. Dann haben wir, glaube ich, nie wieder Stromprobleme. Guck mal hier, der muss auch gejagt werden. Macht das eigentlich irgendjemand bei uns? Jagen? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht gerade das Gefühl dafür, dass das passiert. Jäger. Nee, tatsächlich, wir haben gar keinen Jäger. Wir könnten Taisier dazu bestimmen. Das wäre eine Maßnahme. Hat Taisier ein Messer? Ja. Wen könnten wir noch bestimmen? Penny wäre noch ein Jäger. Ich glaube, dann nehmen wir Penny. Weil ich glaube, Penny hat zumindest eine schöne Waffe. So. Und Penny ist halt auch flott. Das muss man auch berücksichtigen. Alter! Nein! Repariere erstmal die Windturbine, bevor die in die Luft fliegt.
Ja, zweimal daneben gezielt. Kann schon gefährlich sein. Okay, da müssen wir aufpassen. Ich glaube, da ist Penny jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl dafür. Ach Mensch, können wir da nicht irgendjemand anderes mal zwangsbestimmen? Wäre das nicht eine Maßnahme? Komm, leg dich mal schlafen. Und Sarah, die sät Gebiet. Okay. Sarah, wie wäre es, wenn du mal mit deiner Waffe, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, Nahkampfangriff, Wildschwein. Ja, mach mal Nahkampfangriff. Jawohl, das hat funktioniert. Und dann bitte, wenn es geht, okay, nee, das ist schon tot, ist wahrscheinlich gestorben an seinen Verletzungen. Ja, dahin krepiert. Na gut. So, dann hoffe ich, dass das Ding jetzt hier demnächst fertiggestellt wird. Das wird halt noch vor allem dauern, die ganzen Materialien anzukarren. 300 Stahl liegen schon mal drin. Titanium 80 müssen halt nochmal drauf. Uran 12, Magnetikeul 8. Und dann noch die entsprechende Arbeitszeit dafür natürlich. Aber guck mal, die Sarah kümmert sich, die schafft dort fleißig die Sachen mit ran. Mensch, da bin ich immer gespannt, ob das was wird. So, was macht Gigi eigentlich? Gigi macht gerade nichts weiter. Sie geht einfach nur spazieren. Bist du denn trainingsmäßig aufgestellt? Geht eigentlich. Könnte man hier schon weiter trainieren? Machen wir auch mal. So, dann gucken wir mal den anderen nochmal an. Die ist fertig trainiert. Okay, Macintosh ist fertig. Sehr gut. So, Stahl haben wir fast zusammen. Eine Lieferung noch. Wunderbar. Und dann kommen jetzt die Titanium dran. Das werden wir heute, glaube ich, noch nicht ganz hinbekommen. Ist das ein neuer Black Market Trader? Kann das sein? Oder ist das der alte gewesen? Habe ich den nur nicht weggeklickt? Ich will mal gucken. Quatsch mal mit dem. Schrotflinte können wir verkaufen. Braucht man nicht. Weiß nicht, ob das ein neuer ist. Keine Ahnung, aber wir haben sowieso jetzt nicht so viel Kohle. Und Teufelsgarn können wir ja auch nicht verkaufen. Von daher, der hat einen KI-Kern. Für 7300. Alter, so viel Geld haben wir gerade nicht. Gehirnstimulator, hört sich auch interessant an. Bewegen, arbeiten, Bewusstsein. Interessant. Ja, können wir uns leider im Moment auch nicht leisten. Ja, wenn jetzt ein Textilienhändler vorbeikommen würde, das wäre bombastisch, weil so circa 2154 mal 3, so circa, ist das, was wir an Silber rauskriegen aus dem Teufelsgarn. Plus dann eventuell, dass wir hier nochmal ein bisschen was verkaufen können. Ja, müssen wir halt gucken. So, Uran haben wir dabei, Magnetic Coils fehlen noch. Das machen die dann am nächsten Tag oder heute sogar noch. Guck mal hier, heute noch. Und dann kann das Ding jetzt sogar gebaut werden. Aber ich glaube, das machen sie dann erst morgen. Ist aber auch nicht schlimm. Ist schon in Ordnung so. Gut, wenn das dann gebaut wurde. Ah, nee, da warte ich mal noch ganz kurz drauf. Ich würde dann nämlich gerne die Böden hier weiterbauen. Weil da müssen wir uns auch mal drum kümmern, dass wir hier den Cremeteppich weiter verlegen. Guck mal, der baut, ich habe das gerade gesehen, der baut da drüben dran. Der müsste gleich fertig sein. Dann verlegen wir hier einfach mal den Teppich. So, bis dahin auf jeden Fall. Und bis dahin auf jeden Fall. So, das wäre schon mal was. Wunderbar. Und das Ding ist fertig. Wir haben einen neuen Stromproduzenten, der 8200 Watt liefert. Nicht schlecht, würde ich denken. Und damit dürften wir, glaube ich, jetzt nie ins Minus geraten. Zumindest vorübergehend natürlich. Also, wenn wir sehr viele Stromsachen bauen, dann natürlich schon wieder. Das ist ja ganz klar. Gut. Ja, wir lassen die erstmal hier die Teppiche verlegen. So, Prothesenhändler wäre auch da. Besuchergruppe. Jetzt kommen die ganzen Händler. Wir hatten so viele Folgen oder so lange eigentlich keinen Händler hier. Gut. Aber jetzt kommen sie wieder. Das ist schön. Sensenklinge. Verkaufen. Brauchen wir nicht. Kriegen wir jeweils, ja, knapp 1000. Auch nicht schlecht. Nehmen wir natürlich gerne mit. Haben wir zumindest wieder ein bisschen was. So. Weil das muss hier auch gemacht werden. Dadurch, dass hier halt noch dieser Dreck drin liegt, wird es halt hier auch schnell wieder dreckig. Das heißt, die Teppiche oder die Abtreter, Fußabtreter bringen halt hier nichts, solange hier dieser Dreck selber noch drin ist. Wobei man hier oben schon so ein bisschen zumindest die Wirkung erkennen kann. Also das ist relativ sauber hier gehalten alles. Hier müssen wir das halt auch noch auskleiden. Da müssen wir Stahl drin verlegen. Das machen wir auch, aber hier haben sie jetzt erstmal zu tun, dass das soweit klar geht. Ich weiß gar nicht, ob der Stoff reichen würde. Ich glaube fast nicht, dass wir die Zimmer noch fertig kriegen. Ich denke mal, also ein, zwei Zimmer vielleicht noch, das sollte vielleicht noch drin sein, aber der Rest, das muss dann auf die nächste Anbausaison warten. Na gut. So, wie sieht es eigentlich hier oben von den Bäumen her aus? Die wollten wir auch dann abreißen, so nach und nach. Warte mal, mach mal so, so, so und hier alle wegnehmen, dass die nicht nochmal neu wachsen. Gut.
Das sollte dann fast reichen. Und hier die zwei nehmen wir auch nochmal mit. Wunderbar. Gut, dann ist die Gegend erstmal, was das angeht, gesichert, denke ich. So, sehr schön. Und hier wird noch der Teppich verlegt. Das ist auch ganz schön. Wunderbar. Also es wird alles. Das Gebiet kann man hier mal ausblenden. Da sieht das gleich wieder ein bisschen anders aus. Genau. Das hier werden wir auch nochmal ausblenden, dass wir das nicht so als extra Lager angezeigt bekommen. Huch, Forschung abgeschlossen. Micro-Refining, okay. Dann lass mal gucken, was wir Neues machen können. Biofuels. Ja, machen wir das einfach mal danach. Bin mal gespannt, was das alles so, ja, im Endeffekt bedeutet. Werden wir nämlich jetzt auch als nächstes mal angehen. So, das Ding haben wir ja schon mal hingestellt. Und dann können wir halt die Aufgabe erteilen, produziere einmal, genau. Und wir brauchen, oder wir erlauben das aus Stahl zu produzieren. Wäre halt eine Maßnahme. So, mach das mal. Dann bin ich mal gespannt.